Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag, der 23. Oktober, 9 Uhr. Die Sonne scheint mir in die Fresse. Ist das nicht schön? Ein herrlicher Tag scheint das heute wieder zu werden. Wir sind hier immer noch auf dem Peloponnes. Wir waren immer noch auf unserem Campingplatz. Und heute machen wir einen Strandtag, weil Conny will noch wischen. Auch bei mir wird sich heute noch Entscheidendes tun, vermute ich. Aber bleibt dran, schaut zu, dann seht ihr, wie es weitergeht. Conny ist gerade rüber zum Bäcker Brot holen. Und dann werden wir mal gemütlich frühstücken. Und dann die Sonne auf den Pelz brennen lassen. Vielleicht schneide ich auch noch ein Video, hab ja Zeit. Und wir zeigen euch mal, wie wir uns hier durch den Tag lungern. Viel Spaß. Ja, so schlecht geht's uns hier. Wir müssen trocken Brot essen, Kaffee aus der Thermoskanne trinken, was? Milch aus Deutschland und Grafschafter Goldsaft. Mein Lieblingsbrotaufstrich. Conny, zum Wohle. Jetzt werden wir wach. Also, wir frühstücken mal und dann geht's hier weiter. Ja, was sich hier so sanft im Winde wiegt, ist unsere frisch gewaschene Wäsche. Und die fängt Conny jetzt ein. Vielleicht. Mal gucken, ob es trocken ist. Siehste? Und schon ist das Zeug ab. Wobei, wir haben noch eine Wäsche, läuft schon noch. Mein Conny, eine haben wir noch. Ja, kurz noch zum Campingplatz und Installationen. Die Waschmaschinen befinden sich hier. Direkt daneben Plätze zum Geschirrwaschen. Hier Waschplätze Herren. Hier geht's zu den Toiletten. Und hier die Duschen. Alles zweckmäßig und sauber. So. Bin ja kein Campingplatzführer, schalte wieder ab. So Leute, ich zeige euch jetzt was. Das handelt sich hier um den Beginn der Feierlichkeiten einer Hochzeit. Wie es hier auf der Peloponnes der Brauch ist, wird die Hochzeitsgesellschaft zu Wasser gelassen. Oder die Hochzeit fällt ins Wasser. Oder wie auch immer. Die Hunde sind auch schon ganz erfreut und Überraschung, alles Deutsche. Im Wasser wird jetzt ein Herz nachgebildet und man sieht vielleicht, die Drohne fotografiert alles mit. Also, ich werde über Tag immer mal wieder hier von den Feierlichkeiten berichten und die Absonderlichkeiten dokumentieren. I know it's nothing new, but it's so good to see you. Do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. Alone, alone,
to stay every single day. Ihr seht mich mit blankem Oberkörper, kann nur bedeuten, ich lasse mich jetzt zu Wasser. Also ehrlich, ich bin schon fast drin, also hab's fast geschafft. Ich bin ein Weichei. Normalerweise gehe ich unter 26 Grad nicht rein. Das hier hat 22. Also ich bin immer noch nicht drin, aber ich habe mich schon mal nass gemacht. Aber Conny ist gleich drin. So, jetzt bin ich drin. Also, wenn man jetzt mal drin ist, ist es ein Traum, es ist herrlich. Aber so ein Weichrein wie ich, der braucht halt immer eine Weile. Ne? Ich drehe mich mal rum. So, jetzt bin ich drin. Und wenn man erstmal drin ist, da ist das ein Traum, das ist herrlich, das ist super. Aber den hat ein Weichei, dauert eine Weile. Ja, da guck mal. Guck mal, die Conny ist auch drin. Wunderbar. Denken Sie doch, ich dürfte schon mal gestern Abend essen waren. Aber heute hat Conny kein Lust zu wandern, hat sie gesagt. Hui, hohe Wellen! Hui! Oh, ich kann hier gar nicht mehr stehen. Conny kann nicht mehr stehen, hat sie festgestellt. Ich muss sie retten. Ich kann auch nicht mehr stehen. Jetzt geht plötzlich ist der Grund unter den Beinen weg. Ja. Oh. Oh. Es geht jetzt wieder. Grausam, alles grausam hier. So, ich will mal reden weiter. Ich mache euch jetzt aus. So, ihr habt es heute Morgen beim Anschwimmen ja schon mal gesehen und das war kein Spaß.
Das Anbaden der Hochzeitsgesellschaft oder das Zuwasserlassen? Hier ist die gedeckte Hochzeitstafel. Die tafeln hier richtig auf. Also, die haben sich hier richtig Mühe gegeben vom Campingplatz. Super. Wunderschön. Jetzt gehen wir mal rüber. Hier haben sie die ganze Zeitkasse leer gemacht. Bis auf das Zelt. Sind alle raus, weil hier wird gefeiert. Daneben dran stehen wir. Ich hoffe, es gibt genug Uso, dass wir schlafen können. Und die eigentliche Zeremonie wird dann wohl hier stattfinden. Jetzt zieht sich leider der Himmel ein bisschen zu. Regen soll es keinen geben, aber es ist halt schade, wenn die Sonne weg ist. Ja, seht ihr noch letzte Dekorationsarbeiten. Ja, neu ist alles. Also, da wird sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Finde ich super. Bin mal gespannt. Ihr seht, jetzt wird geheiratet, aber ich muss leider den Ton rausnehmen, sonst sperrt mir YouTube den Teil. Ja, und das war's dann für heute. Die Aufnahme der Hochzeitsfete, die stellen wir jetzt nicht ins Netz. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen nach oben. Folgt gern unserem Kanal, das kostet nichts und freut uns sehr. Ansonsten im nächsten Video dann. Bis denne!